Die wohl liebste Erinnerung an ein heiter beglücktes Dasein aus meiner Jugendzeit war ein Ausflug bei schönstem Wetter mit meiner geliebten Minna in die sächsische Schweiz und einer fast gänzlich durchwachten Nacht im fernen Bad Schandau. Wie überhaupt es diese Landschaft war, die mir immer wieder Kraft und Trost gab und in welche ich auch so manche Idee für künftige Werke hatte. So war es auch der 12. August, an welchem eine von mir organisierte Dampferfahrt in eben jene Richtung gehen sollte. So scharte ich alles zusammen, was blasen und singen konnte, und verfertigte ein herrliches Empfangslied für unseren König, welcher beste Eindrücke beim dortigen Volke hinterlassend aus England wieder zurückkehrte. Mein Kollege Reisiger dirigierte und ich war einer von 300 Sängern und 120 Musikern, die der Königin, wie sie später mehrfach beteuerte, den schönsten Tag in Pinitz bescherten. Die Dampfer übrigens, die fahren heute noch und die Fahrt mit ihnen ist immer noch ein grandioses Erlebnis.